Im Auftrag der Organisation Cobra kämpfen die Agenten Pharaoh und Crystal gegen die Schurken von ANTI. Leser der alten Zack-Magazine mögen die dort veröffentlichten Kurzgeschichten kennen. Der All-Verlag legt nun die albenlangen Stories vor. Szenarist André-Paul Duchateau, unter anderem bekannt durch Rick Master und die Draufgänger, und Zeichner Daniel Hullet vermengen in den seit 1980 erschienenen Stories eine Prise mit Schirmscham und Melone mit Elementen aus James Bond und zeigen sich zudem inspiriert vom italienischen Giallo und Horror-Kino, sparen dabei jedoch die sexuelle Komponente aus. Crystal sieht gut aus, kann gut schießen, bleibt aber stets, der damaligen jungen Zielgruppe geschuldet, eine gute Freundin. So weit, so gut, so normal. Anders Pharaoh, dessen paranormale Fähigkeiten mehr und mehr Raum einnehmen und Duchateaus und Hullets Begeisterung für Grenzwissenschaften, Okkultismus, religiöse, rituale Pyramidenstrahlung, Telepathie etc. bedient. Im weltweiten Einsatz treten die Agenten gegen geheimnisvolle Killer und Trash-Kino-eske tibetanische Nazis an oder müssen in Ägypten ein mittels Doppelgängern geplantes Komplott verhindern. Apropos Gefahr aus Tibet und Ägypten, die Autoren kennen ihre Klassiker, hier Blake und Mortimer. So springt das erste Abenteuer von neckischen Dialogen und Breakneck-Speed gepeitscht von Twist zu Twist, Explosion zu Explosion, dem Bond-Prinzip des exotischen Settings samt Over-the-Top-Action huldigend. Doch das belgische Autoren-Zeichner-Duo reduziert spätestens im dritten Band das Pacing zugunsten eines epischeren Plots, der Pharaohs zunehmend fragile Psyche in surrealen Bildwelten auslotet und der Figur Tiefe verleiht. Hullet sollte sein Faible für das Surreale in seiner Serie Amandis zur Perfektion bringen, indes Duchateau auch hier beweist, dass er alle Genres meistert. Seien wir also realistisch. Ein moderner Klassiker, der trotz des anfänglichen erzählerischen Overkills noch immer funktioniert.